US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Unternehmen der Welt zum Investieren in den USA aufgefordert. Zuvor hatten zahlreiche Unternehmer, darunter Siemens-Chef Joe Kaeser, Trump für seine Steuerreform gelobt. Trump variierte daraufhin das bekannte America First etwas. Als Präsident der USA werde ich Amerika immer an die erste Stelle setzen, genau wie die Staatschefs anderer Länder Irland an die erste Stelle setzen sollten. Aber America First bedeutet nicht Amerika allein. But America First does not mean America alone. Mit lauten Buhrufen haben Zuhörer in Davos auf Trumps heftige Angriffe auf die Medien reagiert. Zuletzt hatten Medien berichtet, er habe die bereits geplante Entlassung des Sonderermittlers in der Russland-Affäre Robert Mueller im Sommer vergangenen Jahres in letzter Minute abgeblasen. Trumps Kommentar in Davos: Fake News, alles erfunden. Erst als ich Politiker wurde, wurde mir klar, wie hässlich, gemein, bösartig und wie falsch die Presse sein kann, wenn sich die Kameras langsam ausblenden. In Davos haben Redner wie Angela Merkel, Emmanuel Macron, Narendra Modi und Justin Trudeau für Freihandel und Globalisierung. Indirekt eine Absage an Trumps Abschottungspolitik.